Okay, without further ado, willst du Hallo sagen? Kann ich machen? Hallo. Hallo. Hallo, mein Name ist Troy McClure. Sie kennen mich wahrscheinlich aus Filmen wie Zwei Whiskys, zwei Ich bin Neinungen. Guybrush Threepwood, ich bin Pirat. Nee, und ich möchte Pirat werden. Ja, auch nicht schlecht. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mit Leon. Und mit Paddy. So ist es. Und heute werde ich mal wieder aufs Glatteis geführt, denn mir hat man einen Yoda hier in so ein Fläschchen gegeben. Ich finde das immer ganz praktisch, wo wir wohnen original zwei oder drei Straßen entfernt, aber es sind lange Straßen, muss man das so sagen. Und jeden Tag kommt Leon vorbei und bringt mir immer so ein Päckchen und bringt mir da halt immer, er ist immer die Sample-Fee, weißt du so, und bringt mir halt ein nettes Samplechen. Und ich bin gespannt. Ihr wisst ja schon, was es ist. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich da drauf komme mit meiner Nase. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Yoda ab ins Glas. Ins Glas, er muss hinein. Sollen wir jetzt das Review auf Yoda sprachig machen? Mehr Whisky trinken, du musst. Drink or drink not, there is no try. Oh Gott, das ist so. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, dieses Fass aufzumachen. No pun intended. Ja, das ist ja dann einfach auch so. Ich sehe auch gerade, wenn wir nach dem ersten Musik. There is another one. Yes. Okay. Also wir spielen natürlich wieder Hot or Scotch oder Hodge or No Scotch oder also ne, ihr wisst Bescheid. Paddy muss kurz erraten, ist es ein Schotte oder ist es kein Schotte. Er muss erraten, ist es ein Single Malt oder ist es kein Single Malt. Und er kann das was erzählen und hypothetisieren, um was es sich potenziell handeln könnte. Ich muss mein Mikrofon noch kurz ein bisschen näher ranziehen. Und wir gucken mal. Also ich sag erstmal gar nichts und gebe dir keine Clues, keine Hinweise. Paddy, was ist denn dein erster Eindruck, wenn du an diesem Gerät riechst? Ich habe so als allerersten Anflug ist Alkohol und dahinter aber direkt so Joghurt, Pudding, Vanille, irgendwie so Milchprotein, irgendwie sowas Sahniges. Das finde ich ganz nice. So Sahne, Karamellbonbons irgendwie gepaart mit eher hellen Früchten. Die Ja, sind aber auch schon so ein bisschen eingekocht. Milchprotein finde ich mega geil. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe keine Ahnung, wie Milchprotein riecht, aber ich verstehe total, was du mit der Assoziation meinst. Also ich kann Ja. es total nachvollziehen. Ich Also finde den super, super Vanillepudding auch vanillig ohne Ende. auch sehr sauer. Also mein Kopf Ja. sagt so, mein Kopf kann sich nicht entscheiden, ob er ihn cremig vanillig findet oder sauer. Und das passt halt eigentlich null zusammen, aber so ist es. Ja, so Milchsäure halt dann auch, ne? So Ja. wie so ein Joghurt halt, ne? Also wenn du so ein Joghurt da oben das Wasser hier, diese Molke da irgendwie drauf hast oder so, Molke passt auch ganz gut. Molke Und er passt. ist halt wieder so hell, also so metallalkoholisch oder sowas. Er riecht so ein bisschen wie Wodka mit Fass, also es riecht auch wieder so ein bisschen nach Grain Whisky irgendwie. Ja. So ein bisschen hell, Vanille, metallisch, aber nicht im Sinne von jung oder so. Vielleicht, weiß man nicht. Aber ohne Ende Vanille. Kann ich bis jetzt noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Riecht für mich auch wieder so entweder das Ire oder Schotte, weil beim letzten Mal hast du mir einen Iren eingeschenkt, der ging auch in so eine leichte Richtung. Ist auf jeden Fall ein leichter Whisky in der Nase. Ja. Ich trinke mal. Ja. Prost, ne? Trinken den Whisky, er muss. Auf die X-Wing-Helme. Oh, ist aber scharf. Okay. Also ist heute auch mein erster Whisky. Und ich habe heute Pasta mit Zwiebelsoße gehabt, aber warte mal. Ich muss mal ganz klein hinterher. Nee, bei mir ist er auch relativ wuchtig und scharf tatsächlich. Nicht wundern, ich sehe dich gerade nicht. Ich google, also ich nicht google, ich gucke quasi im Hintergrund gerade mal ein bisschen Daten zu diesem Whisky. Also, ich würde tippen, dass da Grain Whisky mit drin ist.
Das macht ihn für mich für so einen Blended Whisky irgendwie. Ja. Aber ins Land, ich weiß nicht, wo ich den so hinstoßen würde. Ich finde ihn halt auf jeden Fall scharf. Und da bleibt auch so ein scharfer Nachgeschmack. Der Mittelteil ist eigentlich ganz nice, weil dann kommt so diese Vanille und die Frucht irgendwie so durch. Aber Antritt und Mittelteil ist halt, also und Antritt ist scharf und hinten raus ist er dann auch scharf. Was ihn für mich irgendwie wie so ein Mix-Cocktail halt irgendwie macht. Jetzt muss ich halt überlegen, wenn du so Blended Scotch Whisky an Schottland denkst, dann haben die meistens immer ein bisschen Rauch hinten dran. Das hat er aber so gar nicht. Deswegen würde ich ihn vielleicht auch wirklich nicht, vielleicht nicht nach Schottland schicken, sondern vielleicht ist es dann wirklich eher ein Ire. Vielleicht ist es auch, weil er dreifach destilliert ist, halt, dass er so dünn ist oder so. Aber dafür ist er nicht birnig genug. Aber ist es vielleicht dieser Keksteig, das Vanillezeug, was dazwischen ist? So ein Vanilleplunder? Also ich muss auch sagen, wieder mal, in dem Fall kann ich es mir nicht so sehr vorwerfen, weil ich ja den weil ich dir das heute nicht heute vorbeigebracht habe. Ich hätte dir aber auch hier definitiv einen Vergleichsdram einschenken sollen. Ich werde das nämlich auch gleich machen. Wieder mal sehr schade, dass du keine davon hast. Aber es ist einfach mal wieder das Problem, dass wir planen einfach diese Videodrehs viel zu kurzfristig. Also ich entscheide dann immer so 5 Minuten vorher, was steht noch im Sample Guide, was müssen wir auf jeden Fall heute trinken? Und dann habe ich meistens diese Voraussicht nicht. Also du wirst gleich den Vergleich auch verstehen, wenn ich dir sage, was es ist. Mhm. Also soll ich dir schon einen Hinweis geben? Also ich würde mich trotzdem auf so 40 bis 43 Volumenprozente festlegen. Mhm. Ich sag mal, ich weiß nicht, ich sag mal Irland und dann irgendwie Blended Whisky. Ja. 43 Volumenprozente, aber was das ist, weiß ich nicht. Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es ein unfassbar, also dass es eigentlich ein Produkt ist, das aus meiner Sicht fast unmöglich ist zu identifizieren. Das kann ich dir schon mal, ich leite jetzt quasi so direkt in die Erklärung über, damit unsere lieben Zuschauer hier nicht allzu lange auf die Folter gespannt werden. Mhm. Es ist ein bisschen, wir hatten im Grunde ein fast ähnliches Video schon mal, nur umgekehrt. Und da hast du mir blind was eingeschenkt. Es handelt sich nämlich um einen amerikanischen Whisky. Oh. Also es ist offiziell wahrscheinlich in Europa kein Whisky, denn ich glaube, dass dieses Produkt keine 3 Jahre alt ist. So, das schon mal vorweg gesagt. Denn ihr müsst dazu wissen, dass in Amerika der Begriff Whisky nicht per se, nicht gänzlich geschützt ist, also nicht wie in Europa. Wenn du in Europa eine Flasche Whisky kaufst, egal ob Whisky mit oder ohne E, muss es immer 3 Jahre alt sein. Das ist außerhalb Europas nicht zwingend der Fall. In den USA ist der Begriff nicht geschützt. Es gibt in den USA verschiedene Whisky-Sorten, die sich meistens auf die Getreidesorte über die Getreidesorte definieren, also Rye aus Roggen, Bourbon vorwiegend aus Mais, Malt Whisky aus Gerstenmalz und es gibt quasi noch eine sehr, sehr freakige Untersorte des Mais-Whiskys. Und zwar haben wir hier einen Corn Whisky im Glas, aber einen Corn Spirit. Also in Amerika würde dieser Whisky als Whisky verkauft werden, in Europa muss er als Spirit deklariert werden. Und zwar stammt der Whisky aus einer Brennerei, die wir beide sehr, sehr schätzen. Deswegen wollte ich den unbedingt mal im Video verkosten. Und ich bin ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe diesen Whisky besser in Erinnerung. Und zwar handelt es sich um den Baby Blue von Balcones. Und ja, jetzt weißt du auch, was ich meine mit Vergleichen, weil ich habe nämlich noch den True Blue hinter mir. Das ist quasi die gleiche Variante, nur in einer stärkeren Version. Und die fanden wir beide extrem lecker. Und ich möchte mir den kurz zum Vergleich einschenken. Das machen wir, aber das schmeckt auch heute null nach Corn Whisky, null nach Amerikaner. Das schmeckt heute wirklich einfach wie ein scharfer Grain halt, ne? Daher kommt wahrscheinlich meine Assoziation vom Grain, weil da halt viel Mais jetzt drin ist. In dem Fall ja 100%, glaube ich sogar. Also der Baby Blue, not so gut. Not so great. Also zum Vergleich, ich schenke mir jetzt, damit ihr kurz wisst, wovon wir reden, ich schenke mir jetzt den True Blue ein. Paddy kann in der Zwischenzeit erklären, warum die beiden Blue heißen, diese beiden. Also hier steht auch drauf Straight Corn. Der Baby Blue ist kein Straight Corn, das ist einfach nur ein Corn Whisky. Also der ist Straight Corn, heißt ja, dass er mindestens 2 Jahre gereift sein muss. Oder 4 Jahre, wenn kein Alter draufsteht. Der hier ist 2 Jahre alt, soweit ich weiß. Und nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Und der Baby Blue ist eben ein Whisky. Damit ist er nicht auf ein Alter festgeschrieben in den USA. Ja.
Die heißen blau, also die heißen beide blue, weil die unglaublich blau machen, ne? Das ist ja klar. Nein, Quatsch. Das ist angelehnt an diesem Song Blue Dabadi Dabadu. Nee, ist auch Quatsch. Es werden frische Schlümpfe gepresst. Ist auch Quatsch. Also Gott. Nein, in dem Fall ist es so, die benutzen alte Maissorten, die normalerweise kennt man halt, dass die Bourbons und Rice der Welt ist ja Quatsch, da ist gar nicht so viel Mais drin, aber egal. Also alle möglichen maisbasierten Whiskys aus Amerika werden halt mit so einem Standard gelben Mais gemacht halt, ne? Und der wird halt mit einem sogenannten blauen Mais gemacht. Da gibt es halt noch so alte Maissorten, die jetzt mittlerweile wieder kultiviert werden, um halt andere Geschmäcker zu bilden. Und deswegen heißen die beide Blue, weil das mit einem Blue Corn gemacht worden ist. Genau. Da gibt's auch, also ihr müsst mal hier so blauen Mais eingeben bei Google und dann Bilder und sowas. Das ist echt ganz nice. Oder es gibt auch einen, der heißt Bloody Butcher, der ist so rot und sowas. Also das ist ganz spannend. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Baby Blue, der kostet immer so um die 40 Euro. Der True Blue, der liegt mittlerweile, okay, ich sehe ihn schon gar nicht mehr so oft, ehrlich gesagt, ob man den überhaupt noch kriegen kann, aber der liegt meistens so bei um die 50 Euro. Und mein aktuelles Credo ist das falsche Wort, mein Fazit ist ganz eindeutig, kauft euch, wenn ihr euch sowas kauft, kauft euch den True Blue. Weil der ist aus meiner Sicht deutlich besser. Ich würde sogar, also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich hatte den besser in Erinnerung. Ich habe den schon mal probiert und fand den eigentlich ganz nice. Und ich muss jetzt in der Verkostung heute sagen, vielleicht ist das Sample auch durchoxidiert. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass bei uns beiden das gleich schlecht performt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde diesen Whisky nicht mal für noch deutlich weniger kaufen. Also mir schmeckt der gerade gar nicht. Ich finde den ehrlich gesagt einfach gerade nur also so bitter-sauer recht nicht sagen. Der True Blue hingegen ist eine Wucht und der ist ehrlich gesagt auch einer meiner liebsten Sommerwhiskys. Deswegen ist die Flasche auch schon nicht mehr so voll, weil ich den im Sommer mir ganz gerne einschenke, weil der im Sommer diese krasse Süße und diese so eine gewisse Grundschärfe, aber eben angenehm, die ist im Sommer ziemlich geil, aber ja, schade. Also bei Cones ist irgendwie eine Brennerei, von der wir uns auch immer wieder was angucken werden, weil wir einfach beide große Fans davon sind. Aber der Baby Blue hat mich jetzt gerade nicht so ganz überzeugt. Ich habe den in einem Tasting gehabt und bin gerade so ein bisschen, also vielleicht ist es auch eine Diva. Vielleicht ist der auch so ein On-Off-Whisky, dass er an manchen Tagen sagt, ich bin lecker, und an anderen sagt er, nö, Computer says no. Aber heute ist er nichts. Ja, du, ich bin da bei dir. Mir gefällt er heute auch nicht. Und das ist eigentlich schade, weil wir sind Fans von der Brennerei definitiv. Und ist auch also für mich der erste schlechte Dram aus dem Haus Balcones sozusagen. Auf jeden Fall. Schlecht ist auch natürlich, ne? Also schmeckt mir einfach heute nicht. Genau. Ich kann mir halt vorstellen, den kannst du halt irgendwie ganz nett in einem Cocktail vielleicht noch verarbeiten oder so. Aber da fand ich sogar diesen Yellow Mellow Corn, den ich dir mal auch blind eingeschenkt habe, fand ich da besser. Ja, und vor allem 40 Euro. Ich meine, Corn Whisky ist halt auch eine extrem billig, in Anführungsstrichen billige Whisky-Sorte. Die ist sehr billig herzustellen. Also, wenn günstig. Die Poly... Hm? Nicht billig, günstig. Ja. Billig hört sich immer so abfällig an. Naja, also ich meine, der Spirit ist... günstig herzustellen. Also gut, Blue Corn, ne, kann man drüber streiten. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, Mais ist halt eine der günstigsten Getreidesorten für Whiskyproduktion. Nicht umsonst werden ja die vielen Grain-Whiskys aus Weizen und aus Mais hergestellt. Bei Balcones würde ich dann ein Fragezeichen hintermachen, weil du ja schon erklärt hast, dass es sich hier um besondere Maissorten handelt. Von daher will ich jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu behaupten, dass das günstig ist, die Produktion. Ich will damit nur sagen, dass Corn-Whisky ein Nischenprodukt ist, dass es nicht gerade dafür bekannt ist, sonderlich außergewöhnlich und komplex zu schmecken und dass ich deswegen von dem True Blue damals so begeistert war und deswegen unbedingt eben auch die andere Variante davon nochmal vor der Kamera probieren wollte und deswegen ist es gerade ein bisschen schade, dass es jetzt so, ja, nicht so überzeugt, aber es muss ja auch solche geben, ne? Muss auch solche Tage geben, kann nicht alles gut sein, wäre ja auch komisch, wenn es so wäre. So ist es. Mhm. Er wird jetzt aber gerade ein bisschen zugänglicher in der Nase. Am Gaumen muss ich trotzdem sagen, man merkt ihm da tatsächlich an, dass er einfach sehr jung ist. Der reißt beim Runterschlucken gleich so am ja, Gaumen, weißt du? So, ja. So und wie als wenn du so ein Pflaster abziehst halt so. Bah. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja normalerweise auf dem Metal-Auge blind, ne? Als alter Freund von Gitarrenmusik. Also wenn immer Leute sagen, ja, Whisky ist metallisch. Ich habe das noch nie geschmeckt. Ich habe noch nie einen Whisky gesagt,
irgendwie, boah, der ist mir zu metallisch. Das ist das erste Mal, dass ich literally Metall schmecke. Mhm. Der hat hinten raus wirklich so eine, ja, der schmeckt schon fast ein bisschen wie Blut. Weißt du, so, der hat so diese, ja. Der hat so diese komische Jod, also, aber im Schlechten. Mhm. Also das metallisch, ist, blutig, ja. Ja, also, so, ja. Das ist tatsächlich nicht so der Burner jetzt. Aber wie gesagt, der True Blue, der große Bruder, der hat halt etwas drauf. Nice. Der ist nice, definitiv. Kann ich mich auch dran erinnern. Kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, dass er gut ist, aber du, ja. Man kann es nicht allen recht machen. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine Einsteiger Ausstattung, weißt du, wo du die halt wirklich eher wegmischt. Also der schmeckte für mich auch wie so ein Mischen-Whisky. Bestimmt geht er richtig geil mit Cola und Eis oder so, oder mit der Dr. Pepper oder so ein Quark. Ja. I don't know. Oder Mountain Dew. Da hole ich mir keinen 40-Euro-Whisky für, aber das ist dann... In Amerika kostet er wahrscheinlich auch nicht so viel. In Amerika kostet er wahrscheinlich $20 oder $25 oder so. Ja, außer wenn du reich bist, ne? Millionen. Mit 3000 Abos kann man sich leisten. Ja, normal. Ich trinke immer hier Johnny Walker Blue Label mit Soda. Einfach, weil ich es kann. Ja, gut. Fertig mit dem Fazit. Muss man auch mal gemacht haben. Und ja, jetzt schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr am liebsten euren Mais esst, ne? Also mit Butter und Salz, oder ob ihr den klein macht oder irgendwie in einer schönen Soße oder so, oder ob ihr den halt nur so euch in Salat reinzwiebelt. Auf jeden Fall würde mich interessieren, was die besten Maisrezepte sind aus eurer Sicht. Und ansonsten sind wir unterwegs bei Facebook und bei Instagram. Ne? Einfach Malt Mariners mal eingeben und dann findet ihr uns bestimmt. Ihr könnt auch diesen Kanal monetär unterstützen, indem ihr einfach bei Patreon vorbeischaut und dort Malt Mariners eingebt. Dann bringen wir diesen Kanal weiter nach vorne und ihr habt auch was davon, weil wir teilen immer ganz viel Whisky und ihr kriegt dann immer Samples zugeschickt und all solche Sachen und ganz viel Whisky und Liebe. Ja, und dann sind wir noch per Mail zu erreichen, wenn ihr Bock habt, uns einen Brief zu schreiben. Einfach an info@malt-mariners.com. So heißt auch unsere Website. Ja, dann sind wir erstmal, glaube ich, raus heute mit dem kleinen True Blue. Kann halt mal so sein. Ist halt mal so. Ne? Kleiner Rohrkrepierer heute. Ist dann halt so. Aber gut, sagen wir trotzdem, so wie immer, bis später. Bis später. Rohrkrepierer ist gut. Trifft's ganz gut.